Ja? Also in deutsches Insolventrecht. Die sollen jetzt ihre Gelder zurückzahlen. Wenn Sie sich da mal drum kümmern, bitte. Nachdem mir das Problem nicht bekannt ist, ich mir aber auch nicht vorstellen kann, dass man die Gelder zurückzahlen muss bei deutschen Insolvenzrecht. Ja, ja, dann haben Sie gleich von zwei Sachen keine Ahnung, sehen Sie? Ist es gut. Aber wenn ich mit Ihnen hingehe, dann können wir das ja dann klären, oder? Frau Mayer, ich werde mich erkundigen, ob Sie sich gekümmert haben. Ich bin kein deutscher Insolvenzverwalter. Oh, aber also, wenn Sie das wären, wäre es wenigstens humorvoller. Hören Sie, kümmern Sie sich bitte darum. Sie können da jetzt noch überfangen. Sie müssen sich jetzt um die Leute kümmern, ja? Ja, da gibt es auch die ein oder andere mehr an Sorgen, aber auch ja, einige positive Nachrichten. Ja, aber Sie könnten sich ja da mal beliebt machen. Ja? Ja? Ich will mir nicht nur beliebt machen, sondern ich will... Gut, Frau Hohlmeier, ich kriege ein Zeichen von der Regie, es reicht. Sorgen um die Menschen machen, ja. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Monika Hohlmeier, vielen, vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Zum Optimismus gibt es keine Alternative, aber gilt das auch zum Beispiel im Fall der Hypo Real Estate. Ja. Da steht der Steuerzahler inzwischen mit 92 Milliarden Euro im Wort. Oder nehmen Sie die Bayern LB, die Bayerische Loserbank. Ja. Operativer Verlust letztes Jahr 5 Milliarden Euro. Ja. Gibt es in diesen Fällen zum Optimismus keine Alternative? Oder anders gesagt, wie wäre es mit Sprengen? Ja. Weil es hört ja nicht auf. Und wer jetzt alles Geld vom Staat will, wissen Sie, wer jetzt auch kassieren will, ausgerechnet RWE und die Energiewirtschaft, fordern 6,5 Milliarden Euro vom Staat. Ja, Sie schütteln den Kopf, ist aber so. Sie fordern 6,5 Milliarden Euro vom Staat, um die Kohlekraftwerkstechnik eben umweltfreundlicher zu machen. Sagt der Herr Grossmann von RWE, das wäre eine Pflichtaufgabe des Staates. Der hat doch was offenstehen, ja? Also... Ausgerechnet. Ausgerechnet die, die Gewinne verdreifacht haben, sich die Taschen vollgestopft haben, ja, fordern jetzt Staatsbeihilfen. Also, es ist alles ein Irrsinn. Und dann, andere Frage ja immer jetzt mit der Bad Bank, ja, ist die Bad Bank die Lösung, wo alle Schulden abgeladen werden. Ein verlockender Gedanke, gell? Und überlegen Sie mal, dass jemand alle Schuld auf sich genommen hat. Das war zuletzt vor 2000 Jahren der Fall. Ja? Und wer sollte diese Bad Bank leiten? Ich würde sagen, Klaus Zumwinkel. Ja? Ja. 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 Der Bad Bankert, ja? Also, mein Heimatland, der ist ja sowas von unten durch. Der hat ja schon Dschungelcamp-Reife. Ja? Also, und viele maulen, ja, dass der jetzt eine Bewährungsstrafe bekommen hätte. Ich muss sagen, ich finde es total in Ordnung. Total. Schauen Sie mal, ein Nachbar von mir sagte, der Zumwinkel hätte sich 5 Jahre Knast verdient gehabt. Aber überlegen Sie mal, ein Häftling kostet den Steuerzahler im Jahr 40.000 Euro. Das klingt wenig, ist aber noch mehr als das deutsche Durchschnittseinkommen. Ja? 40.000 Euro, hätte Zumwinkel 5 Jahre bekommen, wären es 200.000 Euro gewesen für den Steuerzahler. Ich denke, da sind wir uns einig, irgendwo muss der Staat ja mal mit dem Sparen anfangen. Ja. In diesem ganzen Wahnsinn gibt es aber auch noch Inseln der Vernunft. Und auf einer dieser Inseln der Vernunft lebt mein nächster Gast. Er ist ein Naturwissenschaftler, ein großartiger Naturwissenschaftler. Er ist der Spezialist für schwarze Löcher. Schwarze Löcher, Sie kennen das, Gravitation, ziehen alles in sich rein. Alles verschwindet im Nichts und nichts vom Nichts kehrt jemals zurück. Ja, klingt nach Bayerischer Landesbank, ja, aber ist ein schwarzes Loch. Begrüßen Sie bitte den Astrophysiker Professor Harald Lesch. Herr Lesch, merken Sie den Applaus? Ja. Sie sind ja unglaublich populär. Ja, weil ich bin harmlos. Ja. Während die Frau Hohlmeier über relevante Dinge gesprochen hat, kann ich nur über interessante Dinge reden. Das ist der große Punkt. Herr Professor. Hier.
Also Sie trinken es auch? Ja, ich trinke es auch. Hat es die Frau Hohlmeier den, oder röchelt sie schon auf dem Sofa? Feste Nahrung so, hat sie nicht mehr zugenommen. Herr Lesch, wir sind leider schon wieder zeitlich ein wenig hinten dran, deswegen halte ich gleich Ihr Buch okay, in die Kamera. Schnell, okay. Das neue Buch von Harald Lesch, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wunderbar, ganz hervorragend. Das Buch, kaufen Sie das Buch. Wenn Sie was wissen wollen über Licht, kaufen Sie das Buch. Das braucht die Wirtschaft. Also, haben wir es abgearbeitet? Wunderbar, gut. Können wir erledigt, was? Sehr gut. Schön. Ja, Sie fein. Können auch gerne mal reinschauen, fand ich. Sind auch Bilder. So, ist ein sehr schweres Buch, also vom Gewicht Herr her. Aber, ja. Professor, Optimismus ist Pflicht. Sind Sie Popperianer? Nein. Nein? Ich bin Rationalist und Popper war einer davon. Aber Popper ist für uns nur so jemand, der eine ideale Vision davon hatte, wie der gute Naturwissenschaftler ist, wenn er wirklich gut ist, durch und durch gut. Dann will er nämlich nicht wissen, was die Wahrheit ist, sondern dann möchte er einfach nur herausfinden, ob etwas nicht falsch ist. Aha. Aber so gut ist niemand. Ja. Ja, niemand ist so gut. Alle möchten natürlich die Wahrheit, beziehungsweise behaupten, sie hätten die Wahrheit gefunden. Und deswegen ist Popper ein Idealist, aber es ist ein wichtiger Idealist, weil er sagt uns, wie wir sein könnten, wenn wir so sein könnten, wie wir sein müssten. Wenn wir nicht so wären, wie wir sind. Ja, wir sind ja leider so, wie wir sind. Ja. Das ist unser Problem. Ja. Gut, dann halten Sie es eher mit einem anderen Zitat. Das heißt, Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Nee, ich glaube, dass Optimismus vor allen Dingen Mut braucht. Also Pessimist zu sein, das ist ja einfach. Gott, also ich meine, es gibt ja einen guten Grund, weshalb in Deutschland so gut wie keine Außerirdischen landen, weil dieser Teil des Universums bekannt ist als der Teil, wo die Menschen am schlechtesten gelaunt sind, überhaupt die Lebewesen am schlechtesten gelaunt sind. Das ist eine tiefe Senke und ich glaube, dass wir, also Optimismus wäre gewissermaßen so eine Art von, also es ist nicht nur ein Fremdwort in Deutschland, sondern es ist auch fast eine fremde Pflanze und wir könnten das gut gebrauchen, aber es braucht halt Mut. Ja. Und das ist ein deutsches Wort. Aber jetzt, wenn man sich mal sieht, Sie haben ja gesagt, die Naturwissenschaften sind die Leitwissenschaften fürs neue Jahrhundert. Ja. Und, also Leit mit müssen, T. Ja, Leit mit D. Ja. Leit mit D. Übernehmen oder müssten jetzt die Naturwissenschaftler endlich die Führung in der Welt übernehmen, weil man sieht ja jetzt angesichts der globalen Probleme, man sieht ja, wo uns das ganze Juristengesindel hingeführt hat. Sollten die Naturwissenschaftler jetzt letztlich die Führung übernehmen? Also, Herr Pelzig, die Naturwissenschaftler sind auch nur Menschen. Auch wenn man das vielleicht vor der Hand nicht so, aber sie sind auch Menschen. Und Menschen sind offenbar grundsätzlich gierig, egal ob es Juristen sind oder Physiker oder was auch immer. Wenn wir die Chance sehen, eine schnelle Mark vielleicht machen zu können, dann nutzen wir die und machen die Mark, vielleicht auf Kosten von anderen. Das hängt nicht ab von den. Aber was wir als Naturwissenschaftler beitragen können, ist, dass wir allen Leuten mitteilen können, ihr könnt machen, was ihr wollt. An den Naturgesetzen kommt ihr nicht vorbei. Dafür gibt es keine Debattenkultur. Mhm. Also wir haben ja hier vorher eine Politikerin gehabt und Politiker neigen zum Beispiel dazu, Naturgesetze, also zumindest sagen wir mal, zum Gegenstand von Diskussionen zu machen. Es gibt eine wunderbare Geschichte von der EU, da ging es um die Leistungsverluste der europäischen Stromnetze und ein Physiker hat dann vorgestellt, ja, das wird an den Kirchhoffschen Gesetzen liegen. Und von hinten kam der Satz, Gesetze, die können wir doch ändern. Aber Das ist das, wovon unter anderem auch Popper gesprochen hat, nämlich die Immanenz der Naturgesetze. Dass die Naturgesetze immer da sind, egal ob die Sozialisten regieren oder ob die Banker Geld machen, das ist denen völlig wurscht.